Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zu Let's Play Together Sniper Elite V2. Ich bin hier heute mit dem Rupert. Der wird das schön mit mir zocken. Wir zocken das schön durch. Wir haben das vor einiger Zeit mal gespielt, aber ich habe irgendwie nur eine Mission gespielt und so. Und jetzt ziehen wir das auch durch. Jetzt machen wir das fertig, das Spiel. Und jetzt sagt der Rupert kurz was zu sich. Hallo, ich bin der Rupert. Bin auch männlich. Ja, wir spielen jetzt hier Sniper Elite V2. Nochmal zu mir nochmal. Ihr werdet mich jetzt nicht so solo Sachen aufnehmen und hochladen sehen. Ihr werdet mich mehr so in den Together-Teil sehen, weil... Weil er hat keine Zeit, also er spielt das mit mir. Der Chidding, der kann das einfach besser. Genau, ich mache das alles. Wir spielen Let's Play Together in der Regel immer. Wir spielen, keine Ahnung, wir spielen jetzt erstmal Sniper Elite V2. Wir werden auch noch andere Sachen spielen, aber wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden. Genau. Und ja, was kann man zu dem Spiel sagen? Ja, das Spiel ist schön. Nein, also keine Ahnung. Ist auch nicht allzu alt, es gibt jetzt nur einen Nachfolger, es gibt Sniper Elite V3, glaube ich. Ja, es gibt auch noch irgendwie diese Stealth-Teile, also diese anderen noch. Keine Ahnung. Gibt's auch noch irgendwie. Aber ja, das ist halt ein coolen Koop-Modus. Wir spielen auf Schwierigkeitsstufe Meisterschütze. Das ist das mittlere halt. Seht ihr unten. Faire Herausforderung, vereinfachte Kugelballistik und das werden wir spielen. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir gehen in die erste Mission rein. Und los geht's. Ja. Ich habe das Spiel solo auch schon mal ein bisschen länger gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Missionen. 3, 4. Ja, aber durchgespielt habe ich es auch nicht. Wir haben vor langer Zeit mal gezockt. Dr. Gunther Kreibel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ja. Hier ist immer so eine kleine Nebeninfo zur Mission. Und machen wir und wir müssen immer irgendwas ausschalten oder wegsnacken oder manipulieren oder was auch immer. Das ist die erste Mission. Da vorne habt ihr gesehen, wie die Karte aussieht halt. Hier sind wir. Hier ist unser Ziel, was kommt. Und hier ist unser geiler Aussichtsturm. Also unser, keine Ahnung, so ein spezieller Aussichtspunkt, wo man halt cool snipen kann. Ja, das machen wir schön, wenn der Rupert auf Ready drückt. Ah, nein. Ja, Mann. Ich musste noch kurz mein Loadout noch natürlich, mal ein bisschen modifizieren. Ich hätte Springfield reingepackt. So. Ja, hallo? Wir haben hier unsere Waffen, die ihr da unten rechts seht. Und wir müssen uns das erstmal, ich glaube, zum Vorposten vorkämpfen. Wir haben eine Thompson, eine Sniper, die nicht schallgedämpft ist. Und ich habe halt so eine Pistol, die einigermaßen schallgedämpft ist. Haben wir irgendwie... Messer oder so? Nee, ich gucke gerade, ob man von hinten ausschalten kann. Lautloser Kill lehrt das. Machen wir das so. Na also. Dass wir gleich wieder das hat man natürlich jetzt nicht gesehen, weil meine Maus kurz gehangen hat. Von die Leiche durchsuchen, machen wir. So, ich guck schon mal, wo die restlichen alle sind. Siehst. Nehmen wir hier mal mit. Das Ganze spielt, wie man annehmen kann, im Zweiten Weltkrieg. Germany, ich glaube, das ist sogar Deutschland soll das hier sein. Ich glaube ja. Ja, der auf, was sind das, 10 Uhr? Zwei Soldaten? Wieso kann ich den nicht ablegen? Ach, hier. Leiche fallen lassen. Ja, den legen wir platzieren. Ist aber schön gefallen. Ich weiß nicht, ob man den so cool platzieren kann. Ja, wollen wir die beiden gleichzeitig ausschalten? Haben wir eine Karte? Nee, ne? Also du musst... Doch, auf M. Auf was? Auf M. Ich meine, haben wir sowas wie ein Radar wie oder sowas? Metallbaum. Nein, ne? Haben wir nicht. Gut. Dann würde ich sagen, wir packen unsere Sniper schön aus. Und ziehen mal, ich weiß gar nicht, auf E ist Fokuszeit, dann können wir so, kriegen wir so einen Marker und alles, gut, das ist alles cool. Wie möchtest du denn machen? Links, rechts? Weil die bewegen sich. Weiß ich, wo bist du denn? Nicht, dass wir jetzt... Ja, okay, der ist schon, warte, der ist schon weg, warte, nein, wir müssen jetzt auf deine Seite, weil der eine ist mir weggelaufen. Gut, welchen wirst du nehmen, den... Warte, vielleicht stehen die nochmal irgendwie. Achso, ja gut. Möchtest du den linken oder den rechten nehmen? Das können wir ja schon mal ausmachen. Ich glaube den linken. Du nimmst den linken. Eine läuft weg. Ich nehme den rechten. Warte, lass sie erstmal stehen bleiben, weil die gehen mir unglaublich auf die Eier. Dass sie sich hier gerade bewegen. Ich glaube, meiner bleibt gleich stehen. Ich glaube, meiner bewegt sich noch. Das ist ein bisschen scheiße.
Egal, meiner läuft gerade. Hast du deinen im Visier? Ja. Okay, ich nehme auch in den Fokuszeit. Okay. Bis ich könnte? 3, 2, 1, go! Okay. Jo, beide schön weggesnackt, Alter. Hast du deinen auch schön mit einem Heady ausgeschaltet? Ja, natürlich. Ja, so lobe ich mir das doch, Alter. Einmal mit Profis arbeiten. Dann hier so. Ja, wir gehen jetzt zu diesem gelben Punkt, wo wir hin müssen. Um erstmal keine Gegner. Ich würde sagen, wir werden so stealth. Hast du einen anderen Punkt als ich vielleicht? Kann es sein? Was für ein Punkt? Hattest du so einen gelben Punkt? Nee, ich hab mein gelber Punkt ist da, wo du gerade bist. Ah, okay, gut. Ich dachte, vielleicht hast du einen anderen oder so, weil wir es kurz spielen, aber ist egal. Ich glaube, wir spielen so, dass wir halt so wenig entdeckt werden wie möglich. Ich glaube, das ist ganz cool. Und ja, dann passt ja gerade, dass ich nebenbei so ein bisschen Splinter Cell spiele auf der PlayStation. Ach, sagst du gerade hart oder sagst du gerade, ja, aber ja, nicht jetzt, oder? Doch, jetzt nebenbei. Jetzt bisschen Naturtalent. Ja, genau. Genau. Wo bist du denn jetzt genau? Kannst du mir kurz deine... Bin ich nicht. Geil. Ach, ich bin unten. Du bist unten, ich bin oben. Also, wenn du jetzt unseren Marker siehst, unseren Zielmarker. Kann man nicht einsetzen irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Ich sehe gar nichts, muss hochkommen. Okay, komm einfach hoch erst. Genau. Da ich sehe halt einer ist da. Warum habe ich eigentlich eine Glatze? Du hast ja, weil wir... Weil es hier so warm ist in Deutschland, deswegen... So stupid, ey. Warten auf Spieler, ja, genau. Ich kann nicht weiterlaufen. Okay, cool. Hallo. Cool, dann guck, also ich sehe da hinten einen im Häuschen. Siehst du, ja, der chillt siehst da, ne? Du irgendwo noch einen, ist die Frage. Dann müssen wir klar machen, dass wir die gleichzeitig wegsnacken. Lass uns erstmal die Häuser checken, alles, ob in den Fenstern was sitzt. Aber ich persönlich sehe jetzt nichts. So wirklich. Ja, noch nichts, aber ich geh mal gucken. Nebenraum. Oder, ach nee. Ich denke, an der Stelle rankommen. Muss, aber muss, komm mal ran hier. Zu dir kommen, ja, sonst kannst du nicht weiter noch, das stimmt. Ah, wir können dann auch hier unten hin, kann man hier irgendwas looten. Was gibt's hier? Deckung, Waschbecken. Muss aufs Klo oder so? Toilette, nein, alles cool. Okay. Können wir da einfach runter? Ja, kann. Gehen wir mal zum gelben Marker. Oh, okay. Oh, da sind aber viele. Oh, ich komme. Wie viele sind da? 5 und dann nochmal der im Häuschen 6. Da kannst du aber irgendwas hochjagen. Ah, da sehe ich auch so ein Kanister. Da ist so ein rotes. Ne? 5 Stück. Krass. Aber warte, ich meine Pumpe ist gerade hart, weil ich gelaufen bin. Meine Pumpe ist gerade hart. Doch. Oh. Ich hab mich fast gesehen. Fuck. Ich glaube, ich wurde gesehen. Ja, ich habe auch irgendwas gehört, aber der... Ja, das ist ein Sniper. Ah, das ist ein Sniper. Shit. Ja, ich weiß nicht, willst du, will ich? Ach komm, ich rasiere. Ja, dann hören die uns. Ja, okay. Ich hab ihn jetzt schon rasiert. Ist mir jetzt auch egal. Ja, gut. Fliegen unsere beiden Kugeln gerade? Nee, du meinst, oder? Schön durch den Kopf, ey. Ach, du siehst das auch? Ja. Haben die anderen was gemerkt? Natürlich. Ja, die haben was gemerkt, aber die wissen nicht, was abgeht. Möchtest du den Kanister wegballern? Ja. Ja, dann knall den Kanister mal weg. Nichts passiert. Nicht. Boah, die kommen von vorne. Ich glaube. Boah, shit. Ich glaube, wir werden gleich. Glaubst du, man hätte das auch noch anders machen können? Ich weiß nicht. Ja, also. Wir haben halt keinen Schalldämpfer, ist das Ding. Meine Pumpe ist auch gerade echt zu hart. Gerade nicht, ich glaube, ich muss mal die Posi wechseln. Weil wenn du die Posi wechseln, dann sind die maximal verwirrt. Ja, wir snacken die jetzt einfach weg. Natürlich haben die mich gesehen, die Lutscher. Wo sind die denn? Ich habe keine Ahnung. Rush, ach da. Oh, das war ein Double, glaube ich. Toll. Hättest du mal was gesagt? Das Ding ist, ich habe einfach ohne das richtige Chillen, also Pumpending, einfach draufgehauen. Er trägt ihn einfach! Süß! Aber hast du das gesehen? Ich glaube, du hast da einen weg. Ah, da oben im Fenster, vorne links im Haus ist einer. Oh, der ist dann im MG, die Sau. Echt? Ja, ich hab ihn. Achso, hier vorne ja, direkt? Ja, hier vorne war der direkt. Da vorne läuft noch einer. Mal chillen. Du hast aber nicht den gesehen, der seinen Kollegen getragen hat, so, oder? Ich habe ihn nicht im Zielfernrohr gesehen, aber ich habe gesehen, wie du ihn weggesnackt hast. Ich hab den... Er trägt einfach seinen Kollegen, ich snack ihn weg.
Sehr süß. Da, ich sehe noch einen. Auch. Okay, dann machst du den. Aber hier war noch irgendwo ein. Kostet aber noch einer. Das ist sehr ruhig gerade. Oder nicht? Ich weiß nicht, wir checken die Lage erstmal ab. Wir sind sehr vorsichtig. Wir wollen nicht unnötig sterben. Aber. Genau. Ich weiß nicht. Ich sehe, ich rieche nichts. Dann kann ich hier rüberspringen. Auch nicht. Ja, wir können hier rüberspringen. Einmal nachladen. Kann man irgendwie langsam gehen? Ja, mit C kannst du dich ducken. Ja. Sag es ja. Ja, schleichst du halt. Und wenn du STRG drückst, kannst du so gezielt laufen. Ja, genau. Ja, da kommt man nicht hoch, das ist schön. Ich glaube, das Ziel in der ersten Mission war es, den Panzer wegzuknallen, ne? Naja, so eine Booty. Oh. Booty Trap heißt es eigentlich. Geht hier irgendwas? Ne. Rennen wir mal rüber. Boah. Jetzt hab ich Schluck auf. Ah, da müssen wir hoch, dann zack. Dann hier so? Sammeln Sie die versteckten Sprengstoffe. Oh, da ist er da. Dann schalt den mal aus. Okay. Aber leise. Okay. Mach ihn leise. Hast du ja, was? Am besten schleiche ich am besten. Entweder du schleichst dich ran. Hast du ihn im Visier, weil, falls er mich entdeckt, dann? Ja, natürlich. Wie sonst die machen das sogar? Ich hab gar nichts gehört. Bei mir hat Kann man das Radio hier anmachen? Das ist ja halt zu cool für das Spiel. Dafür ist das Spiel ist gar nicht am Strom. Ich glaube, dafür ist das Spiel ein echt zu harter Oldschool-Teil. Okay, da hinten sind drei Stück. Wie machen wir das jetzt am Schluss? Den nur zwei, ach da. Ich weiß ja nicht, bis da unten. Warte, erstmal noch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, können die sich noch wegbewegen? Meeting for other player. Also ich will hier runterkommen. Ich kann hier runter. Ja, kannst du machen. Ich kann noch von oben snipen, ist egal. Oder gehen wir einfach radikal nach vorne erstmal. Zum Punkt. Oder ist kann man nicht irgendwie direkt Double machen? Boah, jetzt aber. Boah, jetzt hätte man Double machen können. Ja, willst du den, hallo. Willst du den Double machen? Wenn du ein Visier hast, dann mach. Ich kann ihn nicht. Ja. Gott, Alter. Kannst du? Nee. Ja, warten wir jetzt, bis wir den Double machen können, oder? Hm. Ich glaube, es ist auch ausgelegt, dass man einen Double macht. Wie siehst du sonst so zwei, drei auf einmal plätten? Kommt der eine jetzt hier links? Hast du den jetzt im Visier, den am Auto? Du hast ja den im Visier, ich mach den Double. Okay. Oh, bin dran vorbei. Okay, ich hab verkackt. Wir müssen nochmal warten. Na klar! Da wird's einfach. Schnell gehen einfach. Die wissen nicht, wo wir sind. Ja. Oh, jetzt hab ich verkackt. Ah, doch nicht. Deiner hat sich hingelegt. Wie? Sehr süß. Lebend oder was? Ja, der hat sich einfach hingelegt. Aber von irgendwo hatte ich, glaube ich, einen Sniper geschossen. Da ist auch einer. Ich sehe nichts. Okay. Ah, oh, hier vorne sind direkt welche. Oh, shit. Ach du Scheiße. Ich kann sie. Ach, die Leute, hier laufen die. Lol, die haben voll übersehen. Ja, ich hab die nicht gesehen. Oh, shit. Hast du gesnackt? Jo. Okay, gut. Oh, jetzt hab. Oh, das. Ich will das zurückmachen. Maus 1 abbrechen. Da war schon irgendwie ein Sniper. Ich weiß von nichts. Ich weiß nicht, wo du bist. Da hinten. Na ja, komm. Du läufst wundervoll die Treppe hoch. Toll, hier kann das sah sehr grazil aus. Guck mal, ob ich auch so grazil die Treppe hochlaufe. Ja. Also, ob du nicht mehr machen könntest. Sehr grazil. Sehr geil.
Ich werde beschossen. Doch ein Sniper. Ich weiß nicht von wo. Warte, ich lauf mal zum anderen Haus rüber und du musst gucken, wo der schießt. Hat er geschossen? Ich glaube nicht. Nein. Wo ist die Sau? Na. Ich glaube, er steht auf der rechten Seite. Also ich glaube, nur du kannst ihn sehen. Ich habe keine Vision. Ich bewege mich mal langsam nach vorne. Den halt echt nicht. Der schießt doch gerade nicht. Wo ist denn die? Wo ist denn diese Sau? Ach da, ich hab ihn. Ja, dann mach ihn kalt. Aber er ist da oben gewesen, ne? Hat sich hingelegt. War da oben? Weil oben rechts im Haus. Ja, quasi, also. War noch von deiner Position. Ja, 12 Uhr eigentlich. Ja, 12 Uhr, das ist hier. Ja, glaube ich auch. Schleiche mich mal weiter nach vorne langsam. Hier war ein Springsatz und so ein Scheiß. Ist jetzt hier? Ach, da musst du einen Springsatz anbringen. Ach, da. Ja, machen wir einfach mal. Sniper kann uns voll in den Kopf schießen, aber machen wir. Kein Thema. Ja, da muss ich auch einen Springsatz ansetzen, okay. Ja, aber da ist auch einer. Am grünen Auto. Am grünen Auto? Ja. Ach, links da. Ja, da sitzt einer. Tatsache. Aber lass mich mal ins Gebäude gehen. Vielleicht sehe ich noch einen anderen. Ne, hier oben ist nix. Nix. Nix da. Da laufen zwei, haben sich hingelegt. Eiskalt genommen. Ah, fuck, die sind fast Säule. Den einen habe ich verwundet, also der sollte nicht mehr laufen können. Ach, der ist tot. Den habe ich die Hüfte weggeballert. Okay. Und der eine ist. Ach, das ist der hier. Ah, es ist down. Ja, genau. Ja, was soll ich machen? Ich hätte ihn Tee beuteln können, aber da dachte ich mir, das ist mir gerade zu dumm. Das hätten wir machen sollen. Hey, hätte mir ein Teebeutel, wäre eigentlich eine coole Aktion gewesen. Die nächste arabische Brille. Den nächsten Teebeutel nehmen wir auf jeden Fall. So, Ziel erreicht. Ich muss hier, wir müssen jetzt. Jetzt? Ich glaube, wir müssen. Ach, wir müssen wieder zurück. Ja, ich glaube, einer soll da oben hin und einer muss da unten hin. Oh. Ich kann auch beide hoch. Ja, kann ich auch beide hoch. Digga. Ja, wollen wir ihn einfach im Kopf? Teebeuteln. Wollen wir ihn im Kopf? Wir können ihn eigentlich Teebeuteln. Ja, klar, was denn sonst? Ja. Das sah echt geil aus eigentlich. Er hat einfach gepennt. Mit zerfleddert, was, ja, das hat ist so, dass man, bei der Arbeit schläft man nicht. Es ist. Genau. Wie ist das? Oh, was war das? Da uns hat jemand gehört. Oh fuck, oh fuck. Ah, ich stabil. War denn das? Ja, war einer. Okay. Der kam da, der hat auch geschossen. Oh, warte, mich sieht einer. Oh. Ja, ja, ich glaube, wir haben einen übersehen, glaube ich. Oder irgendwie gesehen. Ich auch. That's the fucking Problem. Hey, guck, da ist so eine Flasche. Stimmt, Flasche konnte man noch werfen und so ein Scheiß. Ne, oder so. Da war auch einer. Wow. Lol. Achso, du hast die Flasche gekillt. Ja, aber da war auch einer. Echt? Bei mir hast du einfach. Hab ich durch Zufall da gesehen. Oh, well done. Ich hab nur die Flasche gesehen. Du die auseinander gezwiebelt hast. Aber es steht noch da oben eine Flasche hin.
I don't know. Ich bin selbst verwundert. Nee, nix. Ist da jetzt was oder nicht? Ich bin mal hochgegangen, um die Fenster zu checken. Ich sehe auch erstmal nichts. Ah, da oben war der, Tatsache. Boah, gibt's hier keinen Fahrstuhl? Gibt's ja keinen Fahrstuhl. Kann ich weiter nach oben, oder? Wie kommen wir denn da hoch? Ich bin gerade maximal verwirrt. Aber man kann klettern. Jawohl! Ah, okay. Man musste da hochklettern. Alles ist gut. Aber jetzt musste man auf diesen. Ich glaube, die steigen jetzt um. War doch irgendwie so eine Scheiße. Man muss den Tank treffen, der ist weggelaufen, und man muss den killen oder so ein Scheiß. Die erste Mission haben wir ja schon mal gespielt. Ja, oh, jetzt liege ich auch. Legt man sich dann hin? Ah, wir müssen auf das Ding schießen. Aber wann müssen wir. Schieße auf die Ladung, um den. Leg ich mich hin? Oh, fuck. Ja, ich glaube, das ist automatisch. Ich glaube, das hat. Sicher, dass es jetzt schon war? Ey, keine Ahnung. Ich habe einfach drauf geschossen, das wäre der vorbeigefahren. Die Mission ist vorbei, du hast es nicht geschafft. Und ich glaube, der eine steigt jetzt aus und den müssen wir jetzt killen, diese Glatze. Warte. Okay, ja, war richtig. Da ist er, da kommt er. Sehr gut. Hab ihn. Sehr gut, ja, ist alles cool, du hast es gut gemacht. Ey, gerade. Scheiße! Okay. Wie ging denn das nochmal? Ah, wir müssen auf den Tank hinten die Tankbehälter. Ich glaube, das war ein Hinweis. Hinten die Tankbehälter, die leuchten! Ein Hinweis! Oh, ich kümmere mich um die Leute. Alter, ich krieg so viel Damage, Bro. Ich sterbe gleich. Hier sah ich auch noch nach. Ja, bleib einfach stehen, hast recht. Ja, erstmal die Leute klatschen, Alter. Ohne Witz, die gehen mir hart auf die Eier. Sind alle down? Nee, irgendwo schießt nur einer. Ich bin maximal verwirrt. Ich weiß echt oder nicht. Oder da unten. Ja, sehr gut. Wo ist der scheiß Panzer? Da hinter ist er. Also, da stehen auch noch Leute. Sicht? Der zieht auf uns, der Penis. Wer, der Panzer? Ja. Alter, der sieht uns, glaube ich, nicht. Aber er so dumm ist. Ja, nicht mal eine Deathcam. Tolle Karte. Ach, das war schon der Panzer? Ja, ich dachte auch, da kommt so eine Deathcam wie der Tank. Alter. Ich wollte mich gerade aufregen. Maximal aufregen. Ach komm. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Der ist tot. Du mach die mal, ich hol mal die Dokumente ab. Mich aber auch gerade verwirrt. Ich weiß halt nicht, wo der steht, der Penis. Ja, wo? Wo kommen die denn? Ich habe keine Ahnung, wo die schießen. Bist du beschossen oder? Ich glaube. Wir waren mit MG, aber das ist unbesetzt. Aber ich will den haben. Ah, da. Ich sehe die Schüsse, aber ich weiß. Ah, da unten. Also, bei mir ist er gerade weggelaufen. Uiu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 i. Da läuft noch einer. Da läuft noch einer. Da sind noch zwei an einem kaputten Auto rechts. Rechts neben dem Panzer. Okay, ich komm runter. Alter, ich brauche nicht mal dieses scheiß Visier. Ich bin so gut, ey. Oh, aua. Und nochmal, direkt in die Fresse, Mann. Schönes Fressbrett. Schön neue Zähne an Kopf. Gratis. Kommt doch, ich bin hier. Ach da. Boah, ich glaube, der geht voll in den Hals. Ja, ja, kommt. Ich hol das Paket ab. Da ist noch einer. The whole package. Einer ist am Land. Hast du ihn am Laster? Oh. Ja. War ein Kopfschuss, okay. War ein Witz. War ein Witz, ich habe ihn in den Po geschossen. Kommt da noch was? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben Stielhandgranate und ich glaube, wir müssen da reinlaufen. Ja! Oh, ich glaube, mich sieht irgendwas. Mich hat irgendwas gesehen.
Irgendwo ein Sniper. Muss irgendwo einer sitzen. Ja, mich auch. Oder eine MG. MG muss irgendwo sein. Ich sehe aber keine MG. Ach, da ist noch ein Panzer, das Gefährt. Ach so. Kannst du da, ich hab das abgelenkt, also der schießt hier in den Karren. Ich weiß nicht, ob der auch irgendwie so. Der hat auch so ein Blinklicht. Ah ja, Tatsache. Jetzt muss einfach nur rausballern. Jawoll. Genau so machen wir das. Schön, wie er auseinandergefledert ist. Wollte schon sagen, ey. Wo bin ich? Ich war da gar nicht drin. Ja, du. In der Cutscene. Du bist noch Backup. Achso, ich hab nur Glatze. Yay, gesehen. Wir haben 0 von 10 Goldbarren. Good job. Well done. Ja, ich hab die alle gefunden, ne? Ja, cool. Das war die erste Mission. Wir haben 22 Minuten gebraucht. War gut. Ja. Da ich jetzt wusste, wo die V2 Produktion. Das gucken wir. Oder gucken wir uns nicht an. Ist auch okay. Wollen wir uns dann gucken? Nee, okay. Können wir beim nächsten Mal machen. Gut, ja. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr übergeilen Pelikane, bei dieser ersten Folge von Sniper Elite V2 mit dem Rupert genau. Und mir. Ja, es war sehr wild. Es hat vieles nicht so geklappt, wie ich das wollte. Du warst auch oft sehr verwirrt. Ich war sehr verwirrt. Wir versuchen in der nächsten Folge einen zu teebeuteln. Und ja, willst du noch was sagen? Was fandest du sehr schön? Welcher war dein bester Moment in dem Spiel bis jetzt? Als ich diesen Feuerlöscher hochgejagt habe und der nix gebracht hat. Das war ein Feuerlöscher, ja? Ja, keine Ahnung, ja, was das war. Diese Petrolkanister oder so. Ja, war schon. Das rote Cola-Glas. Das war schon schön. Mein bester Moment war. Ja, da ist einfach nix passiert. Ich weiß nicht, mein bester Moment war, als ich den Typen nicht geteebeutelt habe. Das war sehr traurig eigentlich. Ja, das war eigentlich ein Scheißmoment. Ja, war eigentlich scheiße. Müssen wir nächstes Mal besser machen. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr seid übel geil. Ciao, ich bin draußen. Sehr gut. Genau halbe Stunde, perfekt.